Noch immer 29 Grad um 4 Uhr morgens in Phoenix, Arizona. Die Zone, das Obdachlosenviertel. How old are you, babe? 69. 69. Babyboomer, geboren zwischen 1946 und 1964. Die Generation des Aufschwungs in den USA, obdachlos unter jungen Drogensüchtigen. Two people died over here. Right here? Nights ago, a gal got raped. Oh, yeah. Yeah, I heard that. And then I had a ranch I gave to my daughter. And I just couldn't handle it no more. Uhr, Peter Moyer Senior, 62 Jahre, geht los mit Superman auf dem Arm. Schönen Tag, mein Freund. Wie geht's dir, mein Freund? Mein Name Moyer bedeutet auf Spanisch Sieger oder Champion. Ich habe meinen Limousinen-Transportservice aus heiterem Himmel gegründet und wir sind einfach aufgeblüht. Es florierte. Mein Firmenname war SP Transportation, Strictly Professional. Ich hatte große Namen wie Diana Ross, Halle Berry, Carlos Santana, Bette Midler, Barry Manilow. Sie waren alle meine Kunden. Und dann wurde meine Frau krank. Und einige meiner großen Kunden sagten, Peter, schließ deine Firma nicht, wir haben Pläne. Aber da gibt's kein Nachdenken. Meine Frau brauchte mich, also musste ich die Firma schließen. Sie brauchte mich 24 Stunden lang. Sie war an der Dialyse. Ich habe in der Nacht nur 2 Stunden geschlafen. Ich kümmerte mich um sie, bin zur Arbeit gegangen, habe versucht, ein paar Rechnungen zu bezahlen und habe meine Ersparnisse aufgebraucht. Die Ärzte haben in 4 Monaten $65.000 verschlungen. Und in der Zwischenzeit trennten wir uns, meine Frau und ich. Mit $1.300 Invalidenrente unterstützte er noch die Witwe seines besten Freundes. Dann kam das, was wohl viele der Menschen hier auf die Straßen trieb. Eine Mieterhöhung von $700 auf $1.500 in 3 Monaten. Die letzten 2 Jahre lebte ich in Notunterkünften und auf der Straße in meinem Auto. Ich habe einen meiner Lincoln Town Cars meiner Firma gerettet und bis vor kurzem darin gelebt. Vor einem Monat hat das Auto endgültig den Geist aufgegeben. Ich konnte es mir nicht leisten, es zu reparieren. Also ließ ich es vom Schrottplatz abholen und dann schlief ich auf der Straße hinter einem Gebäude. Tagsüber geht Peter gerne ins Justice Center, eine NGO für obdachlose Senioren. Frühstück gibt es hier, Mittagessen, Abendessen und vor allem eine Klimaanlage, eine Wohltat bei Temperaturen draußen bis 48 Grad in diesem Sommer. Rudy Solis ist einer der Leiter des Justice Center. Er war selber 5 Jahre obdachlos. Das Justice Center half ihm auf die Beine. Damals waren noch andere Zeiten. Es ist wirklich schlimm geworden. Vor Covid konnten wir die Leute noch unterbringen. Es war einfacher für uns. Es gab mehr staatliche Gutscheine und staatliche Unterstützung. Covid hat dem ein Ende gesetzt. Nach Covid schossen die Apartmentkomplexe hoch und manche Rentner leben nur von $800. Und wenn du $800 im Monat bekommst und deine Miete um $200 steigt, dann kann dein Nachbar das bezahlen. Aber dir droht zum ersten Mal in deinem Leben die Obdachlosigkeit. Sie werden zwangsgeräumt und auf die Straße gesetzt. Und niemand denkt zweimal darüber nach. Bei uns hat eine 90-jährige Dame angerufen. Sie war ihr ganzes Leben lang noch nie obdachlos gewesen, bis ihre neuen Vermieter die Wohnung kauften und ihr 10 Tage Zeit gaben, um sie zu verlassen. Sie warfen sie raus. 10 Tage und sie wurde auf die Straße gesetzt. Alleinstehende Frauen und Männer ab 55 Jahren tragen in den USA mit das größte Risiko, obdachlos zu werden. Auch junge Leute werden obdachlos, aber alte Menschen sterben schnell auf der Straße, vor allem wegen ihrer Gebrechen. Ja.
Donna Mae Wilson, 62, seit gut 2 Jahren obdachlos. Ich mache mal Werbung für euch. Sie ist Veteranin. Ihr Vater war Kapitän eines Flugzeugträgers. Sie studierte, war Managerin im Einzelhandel, wurde obdachlos durch tragische Lebensumstände. Doch sie bewahrte sich ihren schwarzen Humor. Habt ihr schon mal davon gehört? Glaubt mir, denn ich trage sie. Eine ist weiß, die andere ist schwarz. Einfach schwarz. Und es gibt die passenden Hosen dazu. Habt ihr die mal ausprobiert? Sie sind sehr bequem. Probier sie mal aus. Vielleicht gefallen sie dir. Und sie kosten ungefähr so viel wie die anderen Windeln. Einziger Unterschied, es gibt sie in einer anderen Farbe. Deborah Flame, 61, hätte niemals im Traum daran gedacht, einmal obdachlos zu werden, wegen einer Mieterhöhung. Sie hat Epilepsie und das ist lebensgefährlich auf Phoenix-Straßen im Sommer. Es war so heiß. Siehst du? Hier die Hauttransplantation. War es auf Beton oder Asphalt? Beton. Ich war an einer Bushaltestelle. Da war überall Beton. Ich hatte einen Anfall, fiel auf den Beton und zappelte 10 Minuten lang wie ein Fisch, bevor die Sanitäter zu mir kamen. Denn die durchschnittliche Temperatur des Betons und des Bürgersteigs in Phoenix, Arizona, liegt laut den Nachrichten bei 80 Grad. Ich habe Verbrennungen 4., 5. und 6. Grades auf 30% meines Körpers, weil ich 10 Minuten lang auf dem Beton lag, bevor die Sanitäter zu mir kamen. Und hier sieht man die Hautverpflanzung von meinem Oberschenkel auf die Unterseite meines Arms, die Verbrennungen 6. Grades aufweist. Und das ist der Arm jetzt. Das habe ich schon mal gezeigt. So sieht es aus. Ich zeige euch beides. Im Justice Center stehen digitale Selbstverständlichkeiten, die obdachlose Senioren verloren haben. Computer mit Internetanschluss zum Beispiel. Handys und vor allem Ladestationen. Peter wollte seinen Kontostand checken und muss danach am Telefon des Justice Centers die Bank anrufen. Ich versuche, online auf mein Konto zuzugreifen, um meine Adresse zu aktualisieren, aber es lässt mich nicht rein. Es heißt, zu viele Versuche, um auf mein Konto zuzugreifen. Versuchen Sie es später nochmal. Alles ist beim Umzug verloren gegangen. Ich wurde ausgeraubt. Sie haben meinen Koffer mit all meinen Papieren mitgenommen. Und ich bin ein alter Mann, ich bin ohne Fahrzeug. Ich rufe Sie von einem Firmentelefon aus an, weil ich nicht einmal mehr ein Handy habe, weil mir das geraubt wurde. Ich wurde wegen meines Handys und meiner Schuhe ausgeraubt. Mit vorgehaltener Waffe. Ein junger Mann hat mich geweckt und dann gesagt, gib mir dein Geld. Ich sagte, ich habe kein Geld, vielleicht erschießen sie mich einfach. Und er tat es nicht. Ich weiß also, dass Gott etwas damit zu tun hatte. Am nächsten Morgen sagte ich, was zum Teufel soll ich tun? Ich bin hier draußen und schlafe hinter einem Gebäude. Rudy kennt diese Geschichten. Ausgerechnet die Babyboomer, die Generation nach dem Zweiten Weltkrieg, die einen wirtschaftlichen Aufstieg und Fortschritt erlebte, wie es ihn noch nie gab in der Geschichte der Menschheit. In den USA und in Phoenix, Arizona. Ich glaube, es sind jetzt etwa 70% Senioren. 70? 70. Die ältere Bevölkerung übertrifft die jüngere. Das sind Menschen, die Amerika zu dem gemacht haben, was es jetzt ist. Warum tun wir ihnen so weh? Wissen Sie, die haben sich den Rücken gebrochen, um das zu tun, was sie getan haben und was wir heute haben. Und ich weiß keine Antwort, um ehrlich zu sein. Aber ich sehe einfach, dass, wenn sie nicht jemand erhebt und die Sache ernsthaft angeht, anstatt nur mit Millionen von Dollar um sich zu werfen,
Die älteren Leute da draußen werden immer mehr werden. Und was passiert dann mit denen, die nachkommen? Das wird sich verdreifachen. Und die Gesellschaft kümmert sich nicht darum. Unsere Regierungsbeamten haben das nicht im Blick. 1500 Obdachlose leben in der Zone, nahe dem Stadtzentrum. Phoenix boomt und wächst seit Jahren, weil Unternehmer mit ihren Angestellten auch aus Kalifornien ins günstigere Phoenix zogen, die Wüstenstadt im Sun Valley in Maricopa County. Die Stadtverwaltung ist stolz auf die Wachstumsraten, einerseits. Wir haben nicht nur viele Babyboomer, sondern wissen auch, dass sie nur über ein statisches Einkommen verfügen. Und wenn die Wohnungspreise und die Mieten drastisch steigen, kann es sein, dass sie nicht Schritt halten können. In Maricopa County sind Menschen über 55 Jahre mit statischem Einkommen eine der am schnellsten wachsenden Bevölkerungsgruppen, die von Obdachlosigkeit betroffen sind. Wir müssen verhindern, dass Menschen obdachlos werden. Solange wir dazu nicht in der Lage sind und so viele Menschen wie möglich in Wohnungen unterbringen, bleiben wir im Krisenmodus. Wir müssen einen Ort finden, an dem sie sicher untergebracht werden und dann die Ressourcen finden, die sie benötigen, um wieder eine eigene Wohnung zu finden. Das ist die Aufgabe der Stadt, sich nicht nur um die unmittelbare Krisensituation zu kümmern, sondern ihnen auch zu helfen, schnell wieder eine Wohnung zu finden. Aber geht es hier nicht auch um eine Änderung der Gesetze? Wie ist es möglich, dass Hauseigentümer in Phoenix oder in Arizona die Miete so schnell erhöhen können? Wir als Stadt Phoenix tragen dazu bei, neuen bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir finanzieren ständig neue Projekte. Mein Team hat ein Hotel gekauft, das wir in Wohnraum für Erwachsene ab 55 Jahren mit sehr geringem Einkommen umbauen. Im Januar 2023 zählten sie offiziell 9.642 Obdachlose in Maricopa County, Phoenix eingeschlossen. 49% hatten keine nächtliche Notunterkunft. Von den 1500 Obdachlosen in Phoenix Zone haben immerhin 900 wenigstens in der Nacht ein Dach über dem Kopf. 600 schlafen draußen. Wie Vicky Eichelberger, 68, alleinstehend. Sie verlor erst ihre Wohnung in Nebraska und auf dem Weg nach Arizona ihre Papiere. Sie ist damit nicht existent für amerikanische Behörden. Ich war 38 Jahre verheiratet, arbeitete 38 Jahre in der Rinderaufzucht. Ich habe mit 9 Jahren Gärten gemäht und gehakt, habe mein Leben lang gearbeitet. Ja, ich habe heute endlich neue Zähne bekommen. Die alten waren mir gestohlen worden. Sie waren erst 2 Wochen alt, als ich hierher kam. Sie stahlen sie mir dort, wo ich meine Kleidung aufbewahrte. Seit ich hier bin, wurde mir 3-mal die Kleidung gestohlen. Und beim letzten Mal nahmen sie meine Zähne direkt aus dem Behälter zur Reinigung. Ich bin überrascht, dass ich hier Leute in meinem Alter und älter sehe, die obdachlos sind. Ich bin nicht wirklich obdachlos. Ich warte nur auf meinen Personalausweis und meine Sozialversicherung, damit ich ein Formular für eine Wohnung ausfüllen kann. Die wollen alle diese Informationen haben. Sonst wäre ich ja nicht hier. Ich bin vielleicht verrückt, aber ich bin nicht dumm. Ich wollte so ein Leben nie. Vicky geht ins Büro ihrer Sozialarbeiterin auf dem Human Services Campus, einem Areal in der Zone mit 16 NGOs. Sie unterstützen alle Obdachlosen, ob jung oder alt. Vicky kümmert sich an diesem Tag um ihre neue Krankenversicherung, eine wichtige Etappe auf ihrem Weg, wieder existent zu werden für die Behörden und Vermieter. Yeah, this is Vicky Eichelberger and I need to talk to an agent about my health insurance. EICHELBERGER. I'm just waiting to get the insurance card through the mail because they mailed it to the wrong address. Well, you can see if that's the insurance I got, I guess, if that's who I have to talk to.
No. God, I hate talking to an automated. No. I like to talk to a live person. Transfer me to an advocate. This is Vicki Eichelberger. E-I-C-H-E-L-B-E-R-G-E-R. Well, yeah, see, they sent the new card to address 206, and it's, I don't know how they got that address, but the address is 232 12th Avenue, Phoenix, Arizona. Eine halbe Stunde telefonieren. Tage später kommt die Krankenversicherungskarte im Human Services Campus an. 12.000 Obdachlose finden hier jährlich Hilfe. Amy Schwabenländer ist die CEO der Dachorganisation der 16 NGOs. Sie blickt auf Porträts von Obdachlosen, die wieder ein Heim gefunden haben, und aus ihrem Bürofenster auf die 600 Obdachlosen, die sie nachts nicht beherbergen können. Das tut mir jeden Tag weh. Es schmerzt mich zu wissen, dass in den USA Ressourcen zur Verfügung stehen, um allen zu helfen, und dass wir es als Gesellschaft nicht tun. Es schmerzt mich, dass wir Obdachlosigkeit nicht als eine nationale Gesundheitskrise behandeln. Wohnen ist Gesundheitsfürsorge. Ohne ein Zuhause können die Menschen nicht gesund sein. Hier leben fast 600 Menschen und alle Organisationen hier tun alles, um sie an Dienstleistungen heranzuführen und ihnen den Weg zu einer Wohnung zu ebnen. Aber wir können die Obdachlosigkeit nicht sofort für jede einzelne Person beenden. We are standing on holy ground, and I know that there are angels all around. Let us praise him, praise Jesus now. We are standing in his presence on holy ground. Vielen Dank. Ich danke Ihnen vielmals. Father, Father, precious Spirit, Spirit, Spirit. Hey, wie geht es dir? Geht es dir besser? Gut, gut. Peter Moyer geht gegen 17 Uhr zum Human Services Campus. Dort will er die Nacht verbringen. Check-in. Danke, Leute, danke. Ich schätze eure Arbeit sehr. Wir sind zu Hause, mein Freund. Wir ruhen uns aus heute Nacht, okay? Wir dürfen ihn am Abend nur bis zur Tür des Schlafsaals begleiten. Vicki Eichelberger kam im Januar nach Phoenix. Erst wollte sie bei einer Freundin unterkommen, aber das zerschlug sich. Ohne Papiere konnte sie nicht einmal ein Zimmer mieten, obwohl sie gut $1,300 im Monat Rente bekommt. Vicki kennt die Schlafsäle auf dem Human Services Campus. Ich habe 3,5 Monate dort gelebt, als ich im Januar hierher kam. Aber es gibt dort zu viel Drama. Alle Frauen streiten sich und schreien sich an. Ich bin sowieso eine Außenstehende, also habe ich es vorgezogen, einfach draußen zu sein. Wie ist es nachts hier draußen? Naja, man hat immer Leute, die sich streiten und kämpfen. Während die Nacht vergeht, passiert immer etwas. Aber wenn mich das nicht stört, kümmere ich mich einfach um meinen eigenen Kram. Wenn sie kommen und mich anpöbeln, dann pöble ich zurück. Vicki wartete während des Drehs schon einen Monat vergeblich auf ihren Personalausweis. Das dauere eigentlich 5 bis 10 Tage, heißt es. Am nächsten Morgen dürften wir Peter im Schlafsaal filmen, nachdem einigermaßen aufgeräumt wurde, nach einer unruhigen Nacht. Ready, go,
Darauf lege ich nachts meinen Kopf zur Ruhe, nachdem ich tagsüber meine Geschäfte erledigt habe. Ich habe letzte Nacht nicht geschlafen. Superman war früh wach. Er hat ein gutes Gehör und hilft mir beim Hören. Deshalb haben ihn Blitz und Donner aufgeschreckt. Es war ein schlimmes Gewitter. Es ist Monsunzeit. Das kommt jede Nacht. Wir beide haben überhaupt nicht geschlafen. Peter kämpft noch mit einem Anwalt um die Pension von seinem ersten Arbeitgeber, $2.200. Mit der Invalidenrente wären das $3.500 im Monat, eine schöne Summe. Nächstes Jahr sollte das klappen, hofft er. Dann geht er vielleicht nach Globe zurück, seine Geburtsstadt, 90 Meilen von Phoenix entfernt. Seine Großeltern und Eltern, Einwanderer aus Spanien und New Mexico, waren bitterarm, verdienten dann gutes Geld in den Kupferminen von Globe. Sein Vater machte Karriere in der Gewerkschaft. Deshalb zogen sie nach Phoenix, als Peter 10 Jahre alt war. Sie waren 11 Brüder und Schwestern. Peter ist der Einzige, der noch lebt. Auf dem Friedhof sucht er das Grab seines Großvaters. Vergeblich. Und findet schließlich das Grab seiner Großmutter. They're all dead. I don't know why God left me. Took everybody. It's lonely, just a lonely, ugly, ugly feeling. It's like it was yesterday. 50 years just gone, you know. I get tired trying to get me out of this situation. I don't know what I'm doing in this situation. With that same blood that runs through them, it runs through me, so I'll get out of this. I've got no time for no bullshit, though. I've got to want some peace in my life. Peace is all I want. I think I needed to come out of here just... I hurt myself today to see if I still feel. I focus on the pain, the only thing that's real. Die Unternehmer im Gewerbegebiet in der Zone verklagten die Stadt Phoenix wegen der 600 Obdachlosen, die in Zelten vor ihren Betrieben leben, nahe dem Human Services Campus. Ein Richter ordnete die Räumung an. Die Stadt bemüht sich seit einigen Monaten, mit den NGOs Unterkünfte für alle zu finden. Die Universität von Pennsylvania schätzt, dass im Jahr 2026 in den USA 225.000 Menschen über 55 Jahren ohne Obdach leben könnten. 32% mehr als 2017.